Moin Leute, hier zurück bei Jedi Fallen Order. Ja, wir sind immer noch auf Zeffo, müssen immer noch zum Wrack kommen hier. Ja, erkunde die imperiale Ausgrabung, genau, da müssen wir immer noch hinkommen. Wie es denn hingeht, hoffe ich, werde ich jetzt finden. Da ist auf jeden Fall hinten dieses Seildingens. Da so runter, dann zur Plattform. Hier ist auch noch was irgendwie. Ja, und hier ist eigentlich alles verhellt, das werden wir dann sehen. BD, du müsstest hier etwas überladen. Nein. Genau, so lassen. Genau, weil jetzt kann ich nicht in beide Richtungen. Danke, BD. For the win, übrigens. Ah, das wird ja wieder lustig. Nicht hinfallen! Der Jedi! Ich habe verstanden. Alter! Ich erschieße ihn! Oh. Zielen und feuern! Meine Güte. Ey, Mann! Richtet den Eindringling hin! Nicht nachher! Er bewegt sich! Trefft ihn endlich! Ich verstecke mich mal eben kurz hier drinnen. Kurz mit ihm warten. Das müssen wir beruhigen. BD1 wird mich auch mal eben kurz ein bisschen pushen, da muss ich wohl hin, oder auch nicht. Gegner nähert sich! Okay. Ich muss ein bisschen tricksen gerade, weil es ist nicht so einfach, wie man denkt. Die Kampfmechanik ist zwar einigermaßen okay, aber auch irgendwie bei mehreren Gegnern ganz schön scheiße, sag ich ganz ehrlich. Augen darüber! Bin dabei! Behalte ihn einfach im Auge! Feuer! Du bist zu schnell. So. Mann. Kann ich den Stim kriegen, BD? Da liegt was. Ich will da hin. Hier war ich vorhin nämlich nicht hingekommen. Was? So, ich muss noch mal scannen. Lass mal sehen. Will ich das jetzt wirklich da ausschalten, den ganzen Heinis da hinten? Sofort weg da! Feuer frei! Wow, sind die schnell! Trivialer Gegner! Nee. Wie geht's denn dahin? Oh! Ich probier's nochmal. Was lustig war. Cool. Gut zu wissen. So, speichern. Hoffentlich sind die ganzen Gegner wieder da. Egal. Ich will jetzt meine EP hier nicht versauen. Sonst verliere ich gleich wieder. Das wäre nicht richtig blöd. Ja, die Speicherpunkte sind wirklich. Ich muss es immer wiederholen. Speicherpunkte sind richtig doof hier im Spiel. Macht keinen Spaß. Das nervt richtig ab. Endlich um! Es wird nur eine Minute dauern! Oder zwei! Mach ihn fertig! Ich brauch Verstärkung! Ja, toll! Federico hat es gebracht! Nicht nachlassen! Verfolge den Feind! Wäre schön, wenn ich ein bisschen Energie kriegen könnte hier von meiner Super, hier würde ich gerade sagen. Attackiert den Feind! Gib mir Deckung! Ich bleib kurz zurück!
Ich renn's einfach weiter. Ich seh dich, Jedi. Das war gar nichts. Träge Bewegung. Der Feind ist flink. Treffer! Wirf mir ein Stim zu! Ich würde auch Stim gerne für Magie haben, wollte ich gerade sagen. Das ist auch ganz cool. Spüre den Schmerz! So, Klappe zu. Oh. Oh, warte. Ja, hat ja gut funktioniert. Ja, normal. Alle zurückgelassenes Werkzeug. Die Arbeiter sollten Relikte finden und scherten sich kein Stück um die Geschichte. Da muss ich irgendwie hin. Oh, der ist hier nicht gesprungen. Ich habe gedrückt, der ist hier nicht gesprungen. Das ist echt. Oh, was haben wir hier denn? Das wird ja lustig. Oder auch nicht. Rex? Wie kann ich denn da oben hochspringen? Ich will da oben hoch. Ich kann da oben nicht hoch. Warum kann ich da nicht hoch? Egal, geht wohl noch nicht. Wo muss ich hin? Da? Ja. Klettern da hinten? Ich glaube schon, ne? Oh, ich speichere erstmal ab, ich kann da was probieren gleich, ja. Er wäre erstmal gespeichert. Sehr schön. So, ist in dieser Luft von unten nach oben. Dann wollen wir jetzt mal was anderes mal gucken, ob hier noch was ist zum Loopen. Ah, es war schon ein wenig hin. Okay. Da ist auf jeden Fall was zum Spaß haben. Kann ich da auch rein? Da kann ich nicht rein. Ja. Ja. Hä? Ich geh durch. Da sind noch diese Winde. Ach, sind da hinten erst. Wie soll ich da jetzt hinkommen? Wie soll ich da rankommen? Das würde mich echt mal interessieren. Mit der Macht von Grayskull! Doch nicht.
Ja, es wird auf jeden Fall irgendwie funktionieren. Jetzt wahrscheinlich gerade nicht. Dann muss ich aber doch einen Fahrstuhl fahren. Alle Rätsel kenne ich halt nicht. Kannst vergessen. So, gehen wir auf den Fahrstuhl hoch. Wahrscheinlich kann ich erst ab dem Fahrstuhl da was machen. Oh, es geht runter, nicht hoch. Okay, vielleicht doch nicht. Cal Kestis. Was? Wie berechenbar. Oh ja, ich kenne deinen Namen. Dein Leben. Und was viel wichtiger ist, ich weiß von Cordova. Sag mir, wo hat er das Holocron versteckt? Großartig. Möchte ich die zweite Schwester? Na schön, dem Nächsten entgehst du nicht. Ich hab schon viel Schlimmeres ertragen. Wie soll ich die denn fertig machen? Hilfe! Geh weg! Bist du wirklich ein Jedi? Bisschen. Ich hab ein oranges Schwert. Da kannst du gar nicht gegen ankommen. Na, kriegst du mich nicht? Nee, hab nicht. Oh, der hat gesessen. Na schön, dem Nächsten entgehst du nicht. Nicht? Das war gar nichts. Hilfe, ich bin auf dem Spiel. Oh, Kacka. Rückt näher. Ja. Ja, es ist sehr schön, mit dir zu kämpfen. Ich brauche Hilfe. Boah. Die Hüfte springen ein bisschen. Wie die anderen. Was würde Jaro T'Pol jetzt von dir denken? Wir denken, warum rennt er die ganze Zeit in der Gegend rum und kriegt das nicht hin? Ich bin dir Haushof überlegen. Wirf mir einen Stim zu! Du kannst nicht ewig davonlaufen. Doch. Das war gar nichts. Alter. Ja, das ist so geil. Du lernst dazu? Nicht so begabt wie Sears letzte Schülerin, aber nicht schlecht. Sag bloß, du hast mitgezählt. Ach, sie hat nichts gesagt. Sear konnte noch nie ein Geheimnis für sich bewahren. Und du kennst sie so gut, was? Oh. Sie war schwach. Zerbrochen an der Folter des Imperiums. Sie gab die Position ihres naiven Padawan preis. Sie hat mich nie gefunden. Wäre sie nicht gewesen. Sie hat mich verraten. Du bist Triller. Leibhaftig. Ich lass mich von dir nicht manipulieren. Bist du dir da sicher? Sie hatte die Wahl, sich selbst zu schützen oder ihren Padawan. Sie wählte Eigennutz.
Sie wird auch dich verraten. Weißt du, ich kann auf mich aufpassen. Kannst du dieses Risiko denn eingehen? Deine neue Meisterin trägt große Dunkelheit in ihr. Ihr Blick, als sie sah, was sie mir angetan hatten, wie ich jetzt bin. Sie wandte sich ab. Ihre wahre Natur kam hervor. Sie nutzte die dunkle Seite. Sie hat sich aber von der Macht gelöst. Oh? Wann wird sie einknicken und auch dich verraten? Sie willst du neben dir haben, wenn du das Holocron findest? Was würde Jarrow T'Pol sagen? Du hast kein Recht, seinen Namen auszusprechen. Ich frage mich, was würde er jetzt über seinen Padawan denken, der im Schatten mit einer Verräterin paktiert, ihr Zugang gewährt zu einer Legion beeinflussbarer Schüler? Nein. Niemand wird sie korrumpieren. Ja, so habe ich auch mal gedacht. Okay, erkunde die imperiale Ausgrabung. Ziel erreicht. Hat sogar gespeichert. So, erstmal kurz eben ein bisschen runterkommen. Ich gehe mal weiter runter. Warte mal, ich muss kurz gucken, wo ich bin. Okay. Alter, das war ein Fight. Okay. Versteckt. Danke für die Hilfe, BD. Du hast mich gerettet. Und uns näher zum Grab gebracht. Oh, wie ich Speicherpunkte liebe jetzt auf einmal. Oh. Wieder hier. Die Triller, zweite Schwester. Inquisitor. Wir sind da. Es ist anders als das andere Grab. Grab von Nigtroll. Gefällt mir nicht. Dahin, da springen, da wieder Seile. Dahin. Da wollen wir ganz hin. Ja, ich bin ja gerade ein bisschen kaputt und fertig von dem Fight gerade. Deswegen will ich es jetzt erstmal beenden und dann sehen wir hier das Grab von Das Grab von Mictrull. Sehen wir dann im nächsten Mal, würde ich sagen. Weil das war jetzt echt ein bisschen zu hart hier. Und ja, mal schauen, ob ich noch irgendwas Tolles hier habe. Noch was Tolles hier irgendwie gekriegt hier. Nö. 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 Taktischer Leitfaden. Ja, gut dabei, würde ich sagen. Ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder hier. In diesem schönen Spiel. Reingehauen. Tschüss!